Hallo liebe Pilzfreunde, auf dem Rückweg einer Fahrradtour konnte ich es mal wieder nicht sein lassen und habe noch einen kurzen Abstecher in den Wald gemacht. Bin diesmal allerdings nicht oben auf dem Berg, sondern eher etwas weiter unten. Wollte mal gucken, ob es hier auch ein bisschen pilzt. Ja, und als erstes habe ich diese drei graubraunen Pilze gefunden. Leicht kegelförmig zulaufende Hut, die Lamellen weiß und spröde. Ich denke allerdings nicht, dass es ein Täubling ist. Dafür ist mir der Hut zu sehr nach oben laufend. Der Stiel ist weiß mit einer leicht beigen Maserung. Vielleicht kennt ihr ja jemand. Kann mir sagen, was das für welche sind. Ja, hier ein ganzer Stamm voller Bovist-ähnlicher Pilze. Wie so kleine Frühkartoffeln. Lustig, habe ich auch noch nie gesehen. Ja, und dass man gar nicht so hoch hinauf muss, wobei unten ist bei uns immerhin auch schon 850 Meter über Meeresspiegel, das zeigt der Fund dieser Ziegenlippe, wie ich mal denke. Ja, sollte eine schöne Ziegenlippe sein. Mal gucken, was man davon noch nehmen kann. Ja, daneben befindet sich noch hier diese ganz alte, stark verweste Ziegenlippe auf dem Weg ins Jenseits. Aber ein paar Schritte weiter, hier gleich, ein schöner Rotfußröhrling. Und wo einer wächst, da wachsen auch noch mehr. Hier ganz kleine, junge, knackige. Hier hinten ist auch noch was. Und da drüben auch noch mal. Schön, ja? Na, guckt mal her. Nachdem ich dieses Jahr erst zwei Pfifferlinge gefunden habe, bin ich jetzt hier auf welche gestoßen. Die sind allerdings schon weit drüber, wie man sieht. Ganz matschig und pumpig. Schon zerfallen. Leider. Hier steht alles voller kleiner gelber Köpfchen, die zumeist aus dem verfaulten Holz rauswachsen. Die Art ist mir allerdings unbekannt. Ja, hier in der Wiese finde ich jetzt noch einen kleinen Hexenring von lauter Schopftintlingen. Ja, manche schon sehr alt, beginnen schon zu tinten. Hier stehen noch ein paar junge Exemplare. Ja. Aber ich habe auch gerade beschlossen, dass ich jetzt heute keine Pilze mitnehme. Weil es wirklich blöd ist auf dem Fahrrad. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die transportieren soll. Die gehen mir alle nur kaputt. Ich habe auch die Röhrlinge vorher, die Ziegenlippe und den Rotfußröhrling. Das waren die einzigsten beiden, die ich rausgedreht habe. Die anderen habe ich alle stehen lassen. Aber jetzt weiß ich wenigstens einen guten Platz, wo man auch nicht so weit gehen muss und wo man trotzdem schöne Speisepilze finden kann. Und ich habe noch eine schöne Aussicht. Auch eine kleine Batterie von echten Reizkörnern habe ich hier noch gefunden. Verraten sich durch die orange-rote Milch, die austritt. Ein guter Speisepilz. Und schaut euch das mal an. Eine ganze Armee Schopftintlinge. Ja, das schaut ja mal wirklich richtig gut aus.
ein schönes Bild. Wie es die Natur nur immer macht. Hier kommen so noch ganz kleine Baby-Tintlinge raus. Herrlich. Und nochmal ein kleines Rotfüßchen. Aber wie gesagt, ich muss sie heute leider stehen lassen. So, nun wieder fast zu Hause angekommen. Habe ich meine kleine Pilztöpfe heute beendet. War ja nur eine kleine Spontanaktion. Deshalb ist das Video jetzt auch nicht so lang. Ja, und hier sehe ich gerade, man hat mir doch noch einen Pilz bereitgestellt. Und dann habe ich hier wenigstens meine Pilzmahlzeit. In diesem Sinne sage ich truff truff, bis zum nächsten Mal. Ciao!